Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video Watcher of Realms heute. Und zwar reden wir über, meiner Meinung nach, so den besten Einsteiger bis ins Late Game geilen Held Fress. Jeder bekommt ihn als Daily Login. Das finde ich persönlich sehr geil. Einfach auf, einladen sei ich schon. Auf die tägliche Anmeldung und dann bei. Kann man gar nicht mehr zurück. Doch, hier unten, sorry. Da sieht man schön. Ganz am Anfang, gleich in der zweiten Woche, am Ende gibt es Vress. So, und dann, ganz wichtig, nochmal einen Monat später gibt es dann auch eine Seele dafür. Die sollte, also scheiß, wenn ihr ihn irgendwie anfangt zu erwecken, solltet ihr diese Seele bedenken, dass ihr die bekommt, weil die könnt ihr nur für Vress verwenden. Also erweckt ihn maximal bis Level 4, wartet dann, bis ihr hierher kommt, einen Monat später, und dann könnt ihr ihn auf 5 erwecken. Aber was macht denn Vress so gut? Es ist ja selten, dass ein Free-to-Play-Held so dermaßen abgeht. Es ist ein Mega-Epic. Gibt's nicht anders zu sagen. Wir gehen mal über den Held drüber und fangen mal an, warum. Und dann gehen wir da ein bisschen ins Detail. Also, Vress ist ein Held von der Fraktion Albtraum. Albtraum ist eine Fraktion, die hat einen sehr, sehr geilen Bonus. Das ist mal Punkt 1, ja. Und es gibt sehr viele Fraktionshelden, die unter anderem relativ früh verfügbar sind. Unter anderem kann man fusionieren Komodo. Komodo ist ein Bleeding-Held für einen Clan-Boss. Zum Beispiel, ja, gerade im Early-Game sehr, sehr nice. Auch in der Arena sehr gut und am Artefakten-Material-Rate sehr gut. Nightmare-Fraktion, also Albtraum. Genauso der fusionierbare Held Abomination, auch ein Mega-Leggy, finde ich persönlich. Auch der Albtraumfähig, also Albtraum-Fraktion. Somit boostet er diese Champs. Natürlich auch Top-Tier-Leggies wie Hatsut, wie Valeria. Dann haben wir die, wo ist er hier? Vladov, Dimas. Also es gibt so viele Helden, die von diesem Champ profitieren. Und der Bonus, den die Champions bekommen, der ist geil. Und wenn man sich das dann durchliest, der Lord-Skill, also erhöht die Grundattribute von Fraktionenverbänden um 10%. Also das ist ein enormer Boost, wenn er als Lord mitläuft. Beim Einsetzen von Fraktionsverbündeten erhalten alle eingesetzten Fraktionsmitglieder jeweils 5, 10, 20 und 35 Angriffsgeschwindigkeit. Dazu, ja, reduziert die erhaltene Heilung von Fraktionsverbündeten um 20%. Also sie kriegen weniger Heal, die sie erhalten. Aber wie funktioniert das mit diesen 5, 10, 20 und 35%? Das würde ich euch gern zeigen. Wir gehen jetzt in einen Content, wo es erstmal egal ist, ob wir sterben. Wir gehen da jetzt ganz früh rein, nehmen jetzt einfach ein paar, nur diese Helden mit, die in dieser Fraktion sind. Die stellen wir einfach hin. Es ist jetzt vollkommen egal, ob das Sinn macht oder nicht, was wir hier machen. Wir stellen die einfach hin. Okay? So, wie funktioniert das? Durch den Lord-Bonus ist jeder Held, den wir hier hinstellen, kriegt, seht ihr das, 5% Speed. Angriffsgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt noch einen hinstelle, kriegen beide 10. Wenn ich jetzt den nächsten stelle, geht das immer weiter. Der Vorteil aber ist, ihr könnt diese Helden auch despawnen. Das heißt, wenn ihr sie wegpackt und ihr den nächsten stellt, zack, kriegen alle 20. Das heißt, für jeden einmal gestellten Held bleibt der Bonus bestehen für den ganzen Fight. Das heißt, ihr könnt, um eure Stats zu boosten, Champs spawnen, despawnen, also raufsetzen aufs Feld, dann gleich wieder wegnehmen, nur um den Bonus zu kriegen. Und alle nachfolgenden Helden, die aus dieser Fraktion kommen, also wenn ich jetzt ihn hier reinsetze, so als Beispiel, so, dann kriegt er automatisch die 35%. Deshalb ist das so nice. Also das heißt, auch der Lord muss aber nicht gesetzt werden. Also ihr müsst nicht Vress setzen, um diesen Lord-Bonus zu bekommen. Das gilt automatisch für alle, die in dieser Fraktion gespawnt werden. Und das ist einfach mega nice. Das hilft euch wirklich, gerade am Anfang, den Burst oben zu halten. Gut, das ist Level 1, das ist sehr witzig gerade. Und das funktioniert natürlich am Clan-Boss, das funktioniert in Arena, das funktioniert super gegen Bosse. Clan-Boss Early Game war Vress einfach ein Game-Changer, weil ihr halt wirklich eben aus der Fraktion Helden stellen könnt und damit geboostet werdet. Wenn ihr keine Damage-Shield habt, ihr habt jetzt nur Abo als Beispiel und Vress, dann hättet ihr theoretisch nur zwei Helden. Und ihr habt aber irgendwelchen Schrott aus dieser Fraktion, sorry, dass ihr das direkt sagen muss. Sagen wir, ihr nehmt jetzt ihn mit, habt ihn aber nicht equipped, obwohl er ein guter Held ist, gar nicht schlecht. Ihr habt irgendwelche Nightmare-Helden, die ihr irgendwo, es können ja auch Wares sein, wenn es, gibt es überhaupt Wares aus Nightmare? Ja, hier, sowas. Dann stellt ihn hin und nehmt ihn wieder raus. Er muss ja gar nichts machen. Er soll nur den Bonus machen. Dann könnt ihr trotzdem den Bonus steigern, um die Champions von Abo und Vress zu steigern. Also das mal zu dem Lord-Skill. Wirklich ein geiler Lord-Skill.
Dann kommt dazu, dass sein Skillset einfach nice ist und sehr gut skaliert im Laufe des Accounts. So, es gibt einen Punkt, den muss man unbedingt erwähnen, wo es startet bei 15% Crit-Quote. Das hilft enorm, gerade am Anfang. Wenn man seinen erweckten Bonus anguckt, ist am ersten der Erweckte 1. Das Auslösen von Seelenbrecher garantiert einen kritischen Treffer. Das fällt dann weg, weil wir sowieso critten wollen, ja, davon mal abgesehen. Dann ist Crit Damage plus 15% im 2er. Im 3er der AOE-Angriff von schwerer Hieb fügt dem Ziel Brand hinzu. Das ist mega, das fügt 20% Magie-Damage hinzu. Jedes Mal. Und Burning macht Damage. Das hilft vor allen Dingen bei Bossen, die lange leben. Artefaktmaterial, große LP, Clan-Boss. Das ist Damage über Zeit. Das tickt ganz gut. Durchdringung, immer gut. Und der letzte, und das ist eigentlich der wichtigste. Dann, wenn schwerer Hieb ausgelöst wird, das ist seine Ulti, renegiert er LP in Höhe von 30%. Dadurch kann er am Clan-Boss außerhalb eines Healers stehen und heilt sich einfach die ganze Zeit selber. Er braucht keinen Healer mehr. Er kommt selbst über die Runden durch seinen Self-Heal. Deswegen ist es so wichtig, wenn ihr ihn, wenn, also wenn ihr noch relativ früh seid, erweckt diesen Epic als erstes, danach direkt Idril. Aber diesen Held würde ich als erstes erwecken, weil er einfach überall spielbar ist, euch extrem hilft und vor allem durch den erweckten 5 einfach komplett alleine agieren kann, ohne dass er irgendeinen Healer braucht. So, kommen wir zu seinen Skills. Die A1 greift einfach einen Gegner an und macht 100 Damage im Rohzustand, 110 als Grundangriff. Der Damage basiert übrigens auf Angriff. Dann haben wir hier einen passiven, das ist ein Auto-Skill, der läuft von alleine ab alle 4 Sekunden. Der nächste Angriff versucht 100% zusätzlichen Schaden nach jeweils 4 Angriffen. Also ihr macht 4 Angriffe und dann 100% zusätzlichen Schaden. Und dann hier der Auslösen von Seelenbrecher gerinnt einen kritischen Treffer. So, das haben wir jetzt nicht, weil wir sowieso kritten wollen. Und dann haben wir diesen schweren Hieb, das ist das, wo Brand hinzugefügt wird und wo heilt. Hier unten seht ihr das Erweckten. Und zwar automatisch wirkt das, das könnt ihr nicht steuern. Erhöht bei Aktivierung den verursachten Damage für 30 Sekunden um 30% und fügt in dieser Zeit bis zu 5 Gegnern pro 3 Angriff 115% Damage zu. Und dann seht ihr hier, Vores, da gibt es ein Talent, was er noch hat. Das ist mal zu beachten, weil es außerhalb des Skills agiert. Vores Crit-Rate plus 15%, das ist das, wenn ihr ihn aufsteigen lasst. Das bekommt ihr dann hier beim Erweckten Aufsteig 2, kriegt er die 15% dazu. Und dann hat eine Chance von 20% zweimal schnelle Angriffe auszuführen. Das ist auch nice. 20% ist relativ hoch. So, jetzt denkt man ja, okay, ist ja alles schön und gut, aber warum ist er dann trotzdem? Es gibt ja auch viele andere Damage-Healer. Der Champion hat sehr, sehr gute Base-Werte. Also die 4800 Angriffe. Wenn man jetzt mal gucken, nehmen wir uns mal einen guten Damage-Healer, Silas zum Beispiel, ja, oder Arrogance. Der hat 5200. Silas hat 4000. Also ist er mit seinen 4800 sehr, sehr gut dabei. Zusätzlich hat er aber noch 21.800 LP. Das hilft, dass er am Leben bleibt. Warum ist das so wichtig, zeige ich euch gleich. Dazu kommt 15% Crit-Quote. Dadurch können wir ihn schneller auf 100% kriegen. Da brauchen wir nur 85%, um ihn auf 100% zu kriegen. Und ich würde ihn critten lassen. Er ist ein Held, den solltet ihr mit ganz, ganz früh auf 60 machen sozusagen. Und voll equippen, das was geht, etc. Beim Artefakt finde ich Kristall der Niedertracht super bei ihm. Weil, natürlich jetzt Leggy ist die mythische Variante, weil er einfach dadurch, gerade in der Arena am Anfang, wird, wenn er gestellt wird beim Single-Target, stellt ihn hin, er heilt sich selber, braucht keinen Healer und durch den zweiten Add, der da spawnt, sag ich mal, dieser Geist, macht er noch zusätzlichen Schaden. Ihr könnt natürlich bei solchen Helden immer das nehmen, was Damage steigert. Also auch das hier im Rohzustand ist nice, wenn im Umkreis zwei Feldern ein Champion kommt, was schlussendlich irgendwann passieren wird, weil er ist ein Tank und somit steht meistens einer in der Nähe. Das funktioniert und natürlich alles, was irgendwie die Damage-Checker von Fightern. Lieber ein schlechtes Artefakt als kein Artefakt, dann levelt es einfach nur nicht. Denn selbst im Grundstat, seht ihr, wenn ihr grundmäßig drauf geht, sind 777 Angriff drauf, die solltet ihr mitnehmen, selbst wenn ihr das nicht levelt. Spielt ihr am Clan-Boss mit Bleeding, weil ihr Salazar in der Gruppe habt, dann geht nichts über Scharlachrote Jagd, weil es im Rohzustand, ohne dass man es levelt, 20% Damage auf blutende Gegner macht. Das funktioniert auch sehr gut mit Komodo in Verbindung. Also Komodo auch voll ausgebaut und eher dann beide Scharlachrote Jagd. Enormer Increase. So, warum ist es jetzt so wichtig, dass man hohe LP hat? Ihr werdet irgendwann zum Beispiel in Artefakt Materialrecht Stufe 18 kommen und dort macht der Boss mit seiner Ulti etwas über 40.000 Schaden. So. Das heißt, wir bauen diesen Helden, wenn wir den links oder rechts hinstellen, als Fighter mit 40.000 LP. Oder drüber.
Jetzt ist natürlich blöd, wenn er bloß 5000 oder 8000 Base LP hat. Dadurch ist er aber 20.000 LP. Wir haben jetzt hier, guck, Angriff, Angriff und Crit Damage. Wir haben nirgendwo LP als Mainstat und trotzdem sind wir schon bei 42.000. Gut, jetzt kommen noch ein paar andere dazu, aber wir haben 18.000 LP dazu bekommen, weil wir eben so eine hohe Base LP haben und irgendwo in den Subsets hier Flat LP, da ist ein bisschen LP Bonus drin. Habe ich natürlich drauf geachtet. Und dadurch können wir die LP hochmachen. Was ich euch empfehlen würde, gerade in Arena oder am Klamos oder gerade im Artefaktmaterial, funktioniert das sehr, sehr gut. Ich zeige euch aber gleich noch, wie es im Fight ist. Bei den Artefakten, ich würde am Anfang alles auf Angriffprozent setzen. Ohne Crit-Quote oder ohne Crit-Damage-Item. Nur Angriffprozent, Angriffprozent, Angriffbonus, also Angriffbonus als Mainstat. Die Sets sind scheißegal. Also ich habe jetzt hier auch kein Set. Natürlich ist ein Set nachher besser. In dem Fall lassen wir es aber weg, weil, wie gesagt, ihr könnt es am Anfang sowieso nicht machen. Und wer im absoluten Late-Game ist, wird ihn dann nicht mehr so viel spielen, außer die Lord-Fähigkeit mitnehmen. Aber wer im Early- und Mid-Game ist, für den ist das einfach ein Game-Changer. Und deshalb ist die Z-Boni erstmal egal. Wenn ihr dann auf Sets auswehrt, wäre es immer was Angriff steigert, Crit-Damage steigert, Angriff und Geschwindigkeit steigert. Also irgendwelche, also hier, wir könnten das Wirbelwind-Set nehmen für Angriffgeschwindigkeit plus 75. Wir könnten, wenn ihr noch weiterkommt, könnt ihr sogar das Set nehmen, des Kriegsherr, ja, um Angriffsprozent und Angriffsgeschwindigkeit zu kriegen. Oder ihr nehmt am Anfang, ist immer gut, die Desasterwaffe, die hat 25. Es gibt eine kleine Variante davon, wenn wir auf die Übersicht gehen der Weights. Es gibt immer von jedem Set eine kleine Variante. Das muss man ganz klar sagen. Wenn wir jetzt das Desaster-Set nehmen, also wir haben jetzt hier oben, seht ihr den ganzen Sets hier oben, steht ja, man könnte da draufklicken, dann seht ihr ja, wir haben mit Desaster-Angriff plus 25. Das gibt es dann immer noch als klein, kommt mal gucken, hier, klein wilder Hieb mit 10%. Das wäre dann ganz am Anfang, welches Set ihr nehmt. Ihr werdet aber irgendwann euch hier wiederfinden und dann nehmt ihr das Desaster- oder eben Angriffsgeschwindigkeits-Set oder eben ganz oben wäre dann das Kriegsherr-Set. Natürlich sind auch diese absoluten Late-Game-Sets hier aus Gearway 3 absolut top. Ich glaube nicht, dass ihr das auf ihn machen werdet. So. Wenn wir jetzt ihn im Artefaktmaterial stellen oder auch im Gearweight 2, zeige ich euch mal einfach. Gehen wir mal kurz rein. Moment, ich muss kurz gucken, was jetzt hier für Champions mit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das war für eine höhere Stufe. Moment, ich muss kurz. Forest, da ist Forest. So. Wir nehmen jetzt Forest hier mit, stellen ihn dahin. Achso, wir sind Stufe 20. Sorry. Gut, dann war das ja schon richtig, was ich gerade gemacht habe. Kampf verlassen. Fabi. Level 19. Wisst ihr alle, ist so ein großer Meilenstein in dem Fortschritt, weil ihr dort ja eben diese größeren Sets oder die größeren Sets bekommen könnt. Und zwar die hier. Ja, die gibt es darunter noch nicht, seht ihr? Erst ab 19. So, und wenn wir jetzt mit ihnen da reingehen, dann hat er den Vorteil, dass wenn wir ihn da jetzt vorne hinstellen, also jetzt zeigt er den Bonus drin, ist egal, das funktioniert auch ohne. Dann könnt ihr den hier hinstellen. Und er macht euch dann die Ads. Seht ihr, jetzt geht langsam die Leiste voll. So, so. Und ab jetzt an heilt er sich selber. Jetzt müsst ihr mal gucken, immer wenn er trifft, da 30.000 LP, 34, das kriegt dann Hit. Jetzt haben wir natürlich den Bonus hier oben an, der natürlich 30% Stat gibt. Gehen wir nochmal raus. Ich zeige es, dass es auch ohne funktioniert. Und da könnt ihr euch natürlich dann logischerweise einen Spot sparen, der euch dann vielleicht im zweiten Aufruf oder so fehlt. Also gerade für sowas ist das wirklich genial, wenn er sich selber heilen kann. Am Clan-Boss, wie gesagt, hier Moment, machen wir das Ding mal hier aus. Am Clan-Boss zeige ich euch auch nochmal. Da könnt ihr ihn dann ein bisschen weiter rechts stellen. Habe ich überhaupt noch einen Key offen? Nee, was falsch erzähle. So, wir warten kurz, bis der da oben spawnt. So, jetzt. Da kriegt er den 5%-Bonus. Was ihr jetzt noch machen könnt, ihr könnt auch so machen. Und die spawnt den wieder, dann hat er 10%. Ne? Also so kann man auch machen. So, jetzt, pass auf, jetzt kriegt er einen Hit. Bumm. Zack, und dann heilt er sich immer wieder hoch. Und da ist dieser kleine Geist gewesen, der ihm jetzt geholfen hat. So, kriegt er wieder einen Hit. Da, 12k waren übrigens, die 12k, die Lilanen waren gerade das Burning. Also, und so könnt ihr natürlich dann, da ich das in Selbstheil hat, könnt ihr ihn überall, wo das benötigt wird, in irgendwelchen Contents oder in einer Kampagne, wo Ads spawnen, die durch den Fluss laufen, da kann man ganz weit meistens einen Champ hinstellen, der das verhindert, der die dann gleich ab dem Ausgang abfängt. Kann man ihn hinstellen. Dadurch, dass er sich selbst heilt, kann nichts passieren. So. Beim Klamos läuft der aktuell immer noch bei mir mit, weil ich halt leider dazu sagen, keinen größeren Lord habe. Ja, aber das führt dazu, dass bei mir beim Clanboss meine Helden, da sieht er mein Team, ja, das ist mein, er macht nur 13 Millionen Schaden. Er hat aber nicht das gute Equipment,
Aber durch ihn werden Dimas, Arrogance und Valeria gepusht. Und der Effort, den ich daraus kriege, also diesen Bonus, der ist unersetzbar. So, und wenn wir jetzt am Clanboss spielen, machen wir das mal gerade, dass wir einen Fight machen. Kämpfen, machen wir es per Hand. Ist egal, machen wir es per Hand. Soll ja euch zeigen, wie wir es brauchen. So, dann. Also, dann stelle ich jetzt meine Helden hier hin. Wunderbar. Machen wir das mal so, wie wir das brauchen. Vores stelle ich jetzt ganz rechts hin. Obwohl meine Healer ganz woanders stehen. Das hat den Vorteil, wir brauchen es nicht. So. Jetzt gucken wir auf den Schaden. Er kriegt ja gleich Damage. Achtung. Und wusch. Und jetzt haut er zu. Und zack. 10k. 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 Und ist wieder voller LP. Alle anderen müssen erstmal geheilt werden. Das braucht er nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Und dadurch, ja, er ist einfach für sich selbst verantwortlich und kann mit sich selbst agieren. Und ihr seid einfach raus, was den Damage angeht, ja. Ja, und das ist eigentlich alles. Das ist der ganze Trick bei der Sache. Und so werdet ihr dann am Clanboss dann erfolgreich. Ich mache jetzt mal irgendwas hier. Nur so seht, wenn wieder Schaden reinkommt. Man könnte natürlich noch immer helfen mit Heal, brauchen wir aber nicht. Also er selber wird immer sich selber wieder hochheilen. Durch die viele LP. Also, das soll kurz zeigen, wie man Vores spielt. Deswegen Angriffprozent als erstes, Angriffprozent und Critquote als zweites, Angriffprozent, Critquote und Crit Damage als drittes. Und immer versuchen, ein bisschen LP mitzunehmen, damit er nicht gleich wegstirbt. Weil, wie gesagt, bei Artefakt Material Rate, das gehen wir jetzt auch nochmal schnell rein, könnt ihr ihn als Tank hinstellen. Spielen wir das mal kurz durch. Machen wir extra mal wenig Damage wieder, damit es eine Weile dauert. Also wir stellen jetzt hier vorne hin, nehmen jetzt hier Abo, halt. Nein, das war jetzt natürlich Quatsch. Das war so ein Blödsinn, was ich gerade gemacht habe. Stellen wir einen Damage wieder dahin. So. Und dann lassen wir die einfach mal zuhauen. So, einfach mal hauen. Dass ihr mal seht, wenn Schaden reinkommt. Ihr seht ja da vorne. So, können wir einen zweiten Damage wieder hinstellen. So, jetzt Achtung, jetzt kommt gleich der Ulti. So, jetzt ist er tot. Wir haben jetzt durchgehalten bis 31%. Okay? Was jetzt nicht viel klingt, ist aber viel. Weil, wenn wir das dann richtig machen, können wir natürlich Damage wieder hinstellen, die uns den bis dahin schotten. Sprich, wir brauchen gar nicht so lange. Wenn die Damage dann richtig gut werden. Oder ihr überbrückt damit eine Zeit. Ja? So, jetzt können wir ja die Ultis auch zünden. Das haben wir eben nicht gemacht. Stellen noch einen Damage Dealer hin. Und dann seht ihr oben, dass er so lange durchhält. Es verliert keine LP. So, und dann töten wir den Gegner bis dahin und Ende. Dafür ist das super. Und wenn man sich jetzt dann die Kurve anguckt vom Damage, wird er natürlich Max-Damage haben, weil dafür haben wir die Damage-Healer. Aber auch er hat Schaden gemacht. Das sind nur 2 Millionen, aber 2 Millionen von, wenn man zusammenrechnet, wir haben jetzt hier 6, dann sind das 8,4, 9,4 und was weiß ich, 10, irgendwas. Und von 10 hat er 2 Millionen, also 20% des Schadens hat er gemacht. Unterschätzt bitte ihn nicht. Er ist wirklich ein geiler Held. Ich wünsche euch viel Spaß mit ihm. Und mich würde mal interessieren, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ihn schon spielt, wie ihr ihn spielt. Und ob er euch irgendwo sogar weiter erwartet, wo ihr dachtet, oha, das war jetzt wirklich nice. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Bis dann, auf Ciao.